Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within 2 auf der PlayStation 5. Und es geht hier munter weiter mit Sex. Und wir haben ein Gespräch. Also. Ja, es ist jetzt deswegen ausgegraut, mir ist nämlich vor ja, das Spiel abgeschmiert. Drum müssen wir uns das jetzt noch einmal anhören. Es war eh nicht viel, es waren nur 5 Minuten. Und ja, ihr verpasst nichts. Und wir hören uns jetzt den ganzen Dialog noch einmal an. Es gibt wirklich einen Weg, Union zu verlassen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf den Versuch lasse ich es ankommen. Sie haben den Kontakt zum Stem verloren. Wir sind abgeschnitten. Wenn wir den Kern nicht finden, sterben wir alle hier drin. Falls ich keinen anderen Weg finde. Wie ist das möglich? Soll ich Ihre Zeit wirklich mit technischem Kauderwelsch vergeuden? Die Server sind offline. Ich muss ihn nur einschalten. Warum ist der Server überhaupt offline gegangen? Sie müssen nur wissen, dass ich es versuchen kann, wenn Sie den Server einschalten. Schauen Sie sich um. Draußen fällt alles auseinander. Dass überhaupt was funktioniert. Andererseits könnte Mobius ihn auch selbst abgeschaltet haben. Die haben echt für alles irgendwelche Notfallprotokolle. Und Sie stellen die Entscheidung des allmächtigen Mobius in Frage? Hey, ich bin gerne Fußsoldat, aber wenn ich entbehrlich werde, tja, dann suche ich nach dem Ausgang, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, tue ich. Also, helfen Sie mir oder nicht? Ja, natürlich helfen wir dir. Machen wir doch. So, und jetzt gilt es, nur mehr zwei Collectibles hier in Chapter Nummer 7 zu bekommen. Das ist zum einen Kaffee Nummer 6 von 7. Und den werden wir hier nehmen, weil ich ihn vorher gerade genommen habe. Kann ich ihn nicht schon wieder nehmen. Das dauert ungefähr 20 bis 25 Minuten, bis man wieder einen neuen zu sich nehmen kann. Also bitte unbedingt hier Kaffee Nummer 6 von 7 nehmen. Ja. Er hat leider Gottes eine super coole Aussage gemacht. Er sagt, den kannst du nicht saufen, so mehr oder weniger. Oder aus diesem Becher. Und er hat gesagt, er hat leider Gottes nur diesen einen Becher. Und ja, leider Gottes kann ich diesen Dialog jetzt nicht mehr anhören, denn mir ist leider Gottes das Spiel abgeschmiert, warum auch immer. Ganz selten kommt es mal vor, aber es kommt vor. Für das kann ich nichts. Aber wie gesagt, ihr habt nichts verpasst und ihr wisst genau, wo die ganzen Collectibles dann sind. Jo, also bitte, hier Kaffee 6 von 7 unbedingt konsumieren. Und dann fehlt uns nur mehr ein einziges Collectible, das ist dann draußen, das schauen wir uns dann gleich an. Und das ist auch eine von diesen Kisten, die wir dann alle öffnen können, ja, wenn wir seine Quest weiterverfolgen. Und das ist eben ganz wichtig. Ja, okay, das ist nur er wieder. Da kommen wir jetzt auch noch nicht rein. Jo, da, wir sind voll, wir haben alles. Da könnte man wieder zur Tatjana gehen, brauchen wir auch nicht. Okidoki, dann geht's hier raus. Und wir holen uns das letzte Collectible. Und hier gab es eine Explosion. Ihr seht es da vorne, das Feuer ist weg und der Zaun ist zerstört. Jetzt könnten wir hier gleich eine Abkürzung machen, könnten wir da gleich raus und könnten hier das ganze Eck umgehen. Ja. Und zum Zweiten ist auch hier der Zaun weg. Da kommt man vorher auch nicht rein. Hier daneben. Ja. Und da werden wir auch gleich gehen. Werden wir uns gleich anschauen. Ich schaue da noch kurz, aber da waren wir eh, glaube ich, schon. Da haben wir schon alles abgeklappert. Dann schauen wir jetzt da mal rein. Da ist auch seine Dusse. Die werden wir gleich mal killen. Das war's mit dir. Und jetzt haben wir hier so einen Hinterbereich. Ich schau mal kurz, was ist das jetzt wieder? Das ist ja sicher auch wieder er. Ja, Stefano, okay. So. Und da haben wir jetzt einen Mobius-Soldaten. Der hat eine Tasche, die haben wir schon. Da sind wir schon voll. Und dann können wir hier über diese komischen Kisten da steigen. Und hier den Hinterweg hier gehen. Also quasi, wir sind hinter diesen Häusern. Ja. Oh, da haben wir wieder Waffenteile, das ist gut. Ich liebe sie. Und seht, jetzt sind wir den ganzen Teilbereich hier hinter dem Haus gegangen. Hier ist das Hotel Sanctuary. Da müssen wir dann übrigens rein das zweite Bild dann zerstören. Ich zeige es euch gleich mal auf der Karte. Seht, da müssen wir dann als letztes rein. Das ist das letzte Gebiet eigentlich, das wir noch nicht angeschaut haben. Und jetzt gibt es noch einen einzigen Bereich, wo wir hingehen, wo das letzte Item auf uns wartet, also das letzte Collectible.
in Chapter 7. Ja, du willst mich doch nur wieder... Ja, ich habe mich so geschreckt. Ja. Genau. Also wieder ein Wurzelfuß von ihm. Oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Dann zerstören wir die Kisten da auch alle noch schnell. Ich weiß nicht. Ist da was? Ja, Waffenteile ist gut. Die nehmen wir gerne. So, und da, ja, nichts Wichtiges. Ah, noch einmal Waffenteile, okay, die sind schon wichtig. Und seht, und da sind wir gerade drüber. Wie habe ich die gerade mitgenommen vorher? Da sind wir vorher drüber gekupft und sind da hinten gegangen, ja. Also quasi hinter den Häusern wieder vorgekommen, ja. Und jetzt sind wir da hier vorne. Und wir sind schon wieder da, wo wir da links dann zum Safe Point kommen. Und sind jetzt den ganzen Bereich gegangen. Und jetzt fehlt uns noch ein einziger Bereich, wo wir noch nicht waren. Nämlich danach vor. Da gehen wir gleich. Na, da ist eh nichts Wichtiges. Und wir kommen da zum Theater. Allerdings wird man sich jetzt denken, hey, wir sind schon beim Theater. Da kann ich ja eh gleich hin. Na, denkst du? Kommen wir nicht. Denn hier ist überall Abgrund. Man kommt hier nicht weiter. Ja. Und von der anderen Seite kommen wir auch nicht weiter, denn da vorne ist Schutt. Ja. Also eigentlich würde man schon vorbeikommen. Man müsste eigentlich nur über diese paar Steine da drüber klettern. Aber das schafft ja unser Protagonist nicht. Ja. Ist er zu dämlich. Ja. Ist er doch hoch. Also da kommen wir nicht drüber. Ja. Dann wäre er schon dort. Und ja. Aber ja, so ist das Spiel. Das Spiel will es so. Allerdings fehlt uns jetzt noch ein letztes. Und das ist Schlüssel Nummer 17. Und dieser Schlüssel Nummer 17 befindet sich genau hier, wo dieses blaue Auto steht. Da heroben steht die Statue mit Schlüssel Nummer 17. Also einfach hinlaufen oder abschießen. Bäm. Und Schlüssel hier entnehmen. Hier steht er, direkt neben dieser blauen Karre. Karre. Okidoki. Was nett ist vom Spiel, sie haben uns da ein Loch lassen, dass wir da durch können und sind automatisch gleich wieder fast dort, wo wir schon hin müssen. Nämlich hier, wo uns dann die Nebenquest hinschickt. Und das machen wir auch gleich. Und dann können wir alle die Kisten öffnen, die rot sind, also offline sind. Und weiters können wir auch hier in dieses Häuschen rein, ja, weil wir auch schon den Schlüssel haben, den wir vorher bekommen haben, von dieser toten Mobius-Leiche. So, dann geht's hier rein. Und hier rein, und wir müssen durch den Computer dann in das Knochenmark. Ich speichere mal ab zur Sicherheit, denn ich traue dem Frieden nicht, weil wenn es uns wieder abschmiert, das Spiel. So, genau. Also Collectibles haben wir alle erledigt hier. Wir haben alles gefunden. So, Lademann und Söhne. Und es ist ja jetzt nur ein Stückchen rein. Weit ist es ja nicht. Wir sind schon da. Benutzen wieder den Computer. Genau. So, dann heißt es hier raus. Und noch einmal. Hallo Yoko Ono. Ich glaube, da müssen wir da. So. Jetzt schauen wir mal, ob ich da richtig bin. Ja, genau, ich muss da hin. Da muss ich hin, ein kleines Stückchen haben wir noch. So, bin ich da richtig? Und ich schau mal. Ja, ich bin richtig. Und jetzt sind wir wieder in dem Bereich, wenn ihr euch noch erinnern könnt, wo wir ursprünglich gegen diese, Sperma-Kreatur gekämpft haben, ja. Ich weiß nicht, ich sag mal, na, diese weiße
Ja, dieses weiß irgendwas, ja. Ja. So, ich glaube, wir sind eh richtig, denn da vorne geht's nicht lang. Da ist abgesperrt, jetzt müssen wir da quasi eine Runde gehen. Wir müssen diesen Bereich umgehen. War das hier? Ich glaube. Ich glaube, so war das. Und dann so? Genau. Wenn mir nicht alles täuscht. Da müssten wir uns vorbeischleichen, wenn ihr euch noch erinnern könnt. In dieses Vieh. Da sind wir jetzt richtig? Ich schaue nochmal. Ja, genau. Und da jetzt rein. Durch diese rote Tür und wir sind schon da. Genau. Und ihr seht, da ist dann gleich eine so eine Kiste. Und dann sehen wir gleich, wie das dann zu öffnen geht. Aber vorher müssen wir den Computer benutzen. Hat wohl funktioniert. Perfekt. Ich sollte zu Sykes zurück. Natürlich spawnen jetzt Gegner, ist ja logisch, ne? Die haben nur auf das gewartet, ne? Die haben nur auf das gewartet, dass ich hier den Computer bediene. Für das hat man sie erschaffen. Ja, na, lass bitte. Mann. So, du, Freak, du. So. Gut, dann gilt es. Ist da noch wer? Na, da. Da drinnen bist du. So, viel Lärm um nichts, ne? Gutes Nächtle zu wünschen. So. Da muss ich schauen, wie bin ich gekommen? Da bin ich, glaube ich, gekommen, oder? Bin ich da gekommen? Na, bin nicht, oder? Bin ich da gekommen? Jo, da bin ich gekommen. Natürlich, da ist überall Gegner, ne? Hallo. So, der zweite. Jo, ich halte mich da gar nicht lang auf. Ich hau gleich ab. Und dann war es hier durch. Ja, die lassen wir auch links liegen. So. Und dann war es dann da. Genau, wir sind eh schon wieder da. Geschafft. Gut, dann lass mich's mal überlegen. Genau, wir müssen nach Post Plus gehen. Das heißt, hier müssen wir nicht. Da müssen wir darauf. Ausgang D5 wieder nehmen. Wir haben erst 13 Minuten, da geht noch was. Genau, Computer. Über das Knochenmark wieder zur Post Plus, genau. Und dann wieder schnell hin zu Sykes. Aber vorher machen wir noch einen kleinen Umweg zu den anderen zwei Kisten, die ja jetzt online sind, nicht mehr offline. Die nehmen wir auch gleich mit am Weg. Und wir sind schon wieder draußen. So. Und jetzt holen wir uns gleich die Kisten. Die sollten jetzt dann alle offen sein. Dann nehmen wir zum einen gleich mal diese mit. Weil dann brauchen wir den Weg nicht 100-mal gehen. Und so würde ich es auch empfehlen, dass ihr es macht. Seht, jetzt ist diese Kiste hier online. Und diese Kisten, die haben wirklich ein tolles Loot auch drinnen. Und vor allem, seht ihr auch gleich 250. Das ist schon ordentlich. Dann hupfen wir da runter. Nehmen gleich das Häuschen mit. Denn
Wir haben ja mittlerweile auch den Schlüssel, dass wir da rein können. Haben wir ja von diesem einen Mobius, von dieser Mobius-Leiche bekommen. Und da gibt es wirklich tolle Funde. Viele tolle Sachen zum selber machen. Unter anderem hier. Es war auch eine Waffe. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das war. Ah ja, da ist sie. Also in dem Fall ist es bei mir nur mein Muni. Aber diese, es ist eine Schrotflinte mit langem Lauf. Also eine besondere Schrot. Ja, die gibt es hier, wenn man das erste Mal hat. Natürlich, ich habe schon, bekomme ich jetzt nur mehr die Munition dazu. Aber nicht einmal die kriege ich, weil ich voll bin. So, und dann geht es hier ums Eck. Und da steht eben auch so eine besagte Kiste, die vorher, wenn wir vorher zum Beispiel mit dem Schlüssel gleich reingekommen wären, bevor wir die Quest gemacht hätten, die hochwertigen Waffenteile, die brauche ich übrigens, dass ich weiterkomme mit meinen Waffenteile, hätte man gleich mit dem Schlüssel da, wären wir da reingekommen, hätte man alles looten können, aber diese Kiste hätte man noch nicht machen können, weil wir eben zu dem Zeitpunkt die Nebenquest mit Sykes noch nicht fertig gehabt hätten. Ja? Also drum macht es zuerst die Nebenquest und dann geht es erst da rein, dann könnt ihr alles auf einmal mitnehmen. Und die dritte Kiste, die was vorher rot war, die steht eh im Savepoint bei Sykes. Gehen wir da gleich außen wieder. Mittlerweile kennt ihr die Map auch schon in- und auswendig. Jetzt können wir gleich hier den Abschneider machen, brauchen wir nicht außen rundherum gehen. Können wir jetzt durch mittlerweile, der Zaun ist kaputt. Und wir sind schon wieder im Savepoint. Collectibles haben wir auch alle fertig. Tolle Sache. Ich wusste, wir schaffen es. Ja, genau. So, dann werden wir gleich hier mal öffnen. Seht ihr, und jetzt ist die Kiste grün. Und jetzt können wir den Inhalt ganz super entnehmen. Ohne Probleme. Oh, 500 Waffenteile und noch einmal 250. Oh, wie schön, wie schön. Ah, das ist alle halbe Stunde, glaube ich nur. Darum ist das jetzt zu. Aber das ist eh nur Klump, das ist nur Munition drinnen. Das ist genauso wie die Kaffeemaschine, die was man alle 20, 25 Minuten nutzen kann, ist dann da auch immer, glaube ich, ein bisschen Muni drinnen. Alle, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten. So, Sykes, hast du uns was zum Sagen? Der Server ist online. Ja, bin schon drin. Ich habe die Vorratskisten wie versprochen entriegelt. Versuchen Sie mal, die da zu öffnen. Hab ich schon. Na, das schaust du. Hab ich schon gemacht, ne? War da wieder einen Schritt voraus, ne, du Freak. So. Okay. Nochmal für Ihre Hilfe. Ja, passt schon. Jetzt kommt der schwierige Teil. Schaffen Sie das? Aus Union verschwinden? Wie schon gesagt. Ich werde es versuchen. Aber ich muss mich durch Unmengen von Daten wühlen, bevor ich anfangen kann. Du Arme. Schaffe ich es, bevor das hier alles nur noch aus Geröll und Gedärm besteht. Das wird eine Weile dauern. Und wenn Sie es schaffen? Wenn Sie aus Union entkommen, was dann? Wenn ich lebend aus dem Mobius-Gebäude rauskomme, deaktiviere ich erstmal meinen verdammten Chip. Chip? Ja. Jeder bei Mobius hat einen subdermalen Chip im Kopf. Sowas wie eine RFID. Nur viel weiter entwickelt. Und ich meine jeden. Vom Verwalter bis zu dem Typen, der die Toiletten putzt. Das machen Sie freiwillig mit? Sie sagen es so. Mitgliedschaft bietet Privilegien. Dieser Chip kann einem eine Menge Türen öffnen. Der Nachteil ist, dass Sie mir damit das Leben zur Hölle machen können, wenn Sie glauben, dass ich nicht gehorche. Darüber können Sie sich Gedanken machen, wenn Sie hier raus sind. Können Sie mich auch hier rausbringen? Ich wäre auch daran interessiert, hier zu verschwinden. Nur zu gerne. Aber ich werde nicht auf Sie warten. Ich verschwinde, sobald ich einen Weg gefunden habe. Sie sollten hier bei mir bleiben und warten, bis ich es hinbekomme. Auf keinen Fall. Ohne Lilly gehe ich hier nicht weg. Wenn Sie sie finden, wird der Ort theoretisch wieder hergestellt und Sie kommen raus. Ich würde aber gerne mit Lilly durch die Hintertür raus. Mobius will sie einfach wieder an den Stamm anschließen. Und wer weiß, was sie mit mir vorhaben. Wenn wir raus könnten, wenn sie nicht hinsehen. So oder so, ich habe eine Menge zu tun. Sonst benutzt niemand die Hintertür. Verbinden wir unsere Kommunikatoren. Melden Sie sich, bevor Sie gehen. Geht klar. Viel Glück. Okay,
Und das ist eben auch ganz wichtig, bitte, dass das weiterführt alles. Denn ja, bitte, bitte, bitte immer vorher die Nebenquests machen und dann erst die Hauptquests. Sonst kommt es dann nicht mehr zurück und habt die Möglichkeit nicht mehr. Ne? Der kratzt euch dann ab. Ja? Wenn es denen am Anfang zum Beispiel nicht geholfen hättet, ja, wäre er gestorben und ja, es würde nie so weit kommen, dass ihr dann überhaupt einmal irgendwie eine Möglichkeit habt, dass ihr zu den Kisten kommt. Zum Beispiel. Ja? Also darum bitte immer die Nebenquests mal machen. Genau. So, dann haben wir das auch erledigt. Wir haben alle Collectibles. Wir haben die Nebenquest mal so weit vorangetrieben. Weiter geht's dabei nicht. Wir haben alle Dialoge gesprochen. Und jetzt fehlt eigentlich nur mehr, dass wir draußen hier in dieses Gebäude gehen und das zweite Gemälde zerstören. Und dann Grande Finale hier im Theater. Aber, meine Lieben, ich werde einen Cliffhanger machen, das Ganze dann erst das nächste Mal. Ja? So schaut es nämlich aus, ja? Okay. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei und ja, unterstützt mich, ja? Dass ich mich nicht alleine so fürchten muss. Ja? Okay, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bleibt mir das nächste Mal wieder treu, würde mich freuen. Und dann haben wir wieder einen coolen Clip zusammen. Also dann halt's die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao.